Gucken, läuft das alles? Das sieht soweit gut aus. Damit begrüße ich euch heute zum ersten Mal live bei mir für Throne and Liberty gemeinsam mit dem lieben Laui. Hallöchen. Direkt mal eins vorweg: Laui am PC, ich an der PS5. Ja, da sind wir jetzt mal gespannt. Genau. Und Laui ist schon ein bisschen drin. Bei mir hat das mit dem Downloaden noch etwas länger gedauert, weil halt erst so spät dazu kam. Deswegen gehen wir jetzt rein da. Ich will endlich spielen hier. So. Laui hat die Open Beta auch gezockt, richtig? Die habe ich leider mangels Equipment verpasst. Und jetzt sind wir mal gespannt, was das Ganze uns bringt, dass er schon die Open Beta gespielt hat. So. Vom Server getrennt. Disconnect. Direkt mal. Fängt direkt gut an. Dann versuchen wir das Ganze direkt noch einmal. Wir geben nicht auf. Ah, da passiert was. Ui. Okay. Server. Ne, Moment. Doch, Server. Server hatten wir gesagt. Wie heißt der? Komme ich nicht drauf. Charaktererstellung gesperrt. Ja. Steht da nicht. Da steht nur Charaktererstellung gesperrt. Ja. Definitiv. Ich würde sogar auf die Early Access Server aktuell kommen. Der Adrian, na, scheint, wenn ich das richtig. Ach so, nee. Das ist. Ja, ich sehe ihn ja. So ist das nicht, aber der scheint beschäftigt zu sein. Der Server ist beschäftigt. Ich liebe es. Aber der hier scheint nur für die Konsole zu sein. Nur PlayStation Server. Crossplay deaktiviert. Nein, nein. Wir wollten ja zusammen spielen, deswegen. Kann ich hier irgendwie das Ganze mal aktualisieren? Ich will da drauf. Ich will auf Adriana. Na toll, da komme ich jetzt nicht drauf. Der ist gerade voll. Jetzt komme ich drauf. Ne? Jetzt komme ich drauf. Muss man nur mal einen Augenblick warten. Cutscene. In 1192, during an age of conflict, the Austrian commander Khazar sought to use the power of the star fragments as a tool of war. The wizard Jan Junip sent Calanthe, a witch, to the remote island where Starborn were hiding. Ich bin noch in der Cutscene. Hallo, mein Mann meiner Seele und meines Herzens rotes Herz.
Hallo@opa_alex_. So, erst einmal, Hallöchen, Opa Alex und Energy Time ist eingelöst. Hallöchen, mein Schatz, schön, dass du da bist. Und dann schauen wir mal. Also, wir können Männlein, wir können Weiblein spielen. Ich habe es nicht so, deswegen, ich bleib Mann. So, Laui, sag mal was, damit auch Vampi und Opa Alex gucken können, ob du was hörst. Ob sie was von dir hören? Okay. Gut. So. Ach du Shit, was kann man hier alles? Nope. Oh, okay. Man kann Laui nicht hören. Dann muss ich mich da mal eben drum kümmern. Es tut mir leid, dass ihr eventuell jetzt irgendwie ein blaues Bild oder so habt. Moment. So. Eventuell, Laui, musst du die... die Genehmigung noch erteilen. Okay. Ja, ja, alles gut. Mach du deinen Kampf beim Endboss. Muss ich VLLT die Einstellung ändern? Das, auf die Idee bin ich gerade auch gekommen, mein Schatz. Aber ja, das davon gehe ich aktuell auch aus. Mit der rechten kann ich den Winkel ändern. Ich kann ranzoomen, wegzoomen. Okay. Also, okay, ich möchte die Form ändern. Ah, ja. Oh. Okay. Gottchen, mit Mutter mal ohne. Krass, was es da alles gibt. Also, so alt sehe ich nur auch wieder nicht aus. Was? Verbindung zum Server getrennt. Gate-Server disconnect. Nochmal. Gut, dass wir noch nicht angefangen haben. Okay, mein Mann, Herz in Flammen. Ja, glaube ich dir, dass das bei dir spannend ist. Adriana. Und mein Schatz, ich liebe dich auch. Charakter kann nicht erstellt werden. Grund, auf dem Server konnte kein Charaktererstellung erstellt werden. 10. Annehmen. Ja, ich wollte ja auch gerade anfangen. Jetzt willst du mich ärgern, jetzt komme ich nicht auf den Server drauf, oder was? Gut, ich muss dazu eins sagen, Leute. Wir haben den 1.10. Das Game ist heute für alle frei zugänglich, seit 19 Uhr. Wir haben jetzt gleich 20 Uhr. Dementsprechend, ja, könnte es sein, dass das noch was dauert. Aber, wie gesagt, wir geben nicht auf, wir machen weiter. Ich will da rein, ich will gucken, wie das aussieht. Und falls ihr euch wundert, ich habe die Musik ausgemacht, weil ich werde das alles ja auf YouTube hochladen und weiß dementsprechend nicht, ob irgendwie irgendwo irgendwas eventuell urheberrechtlich geschützt ist. Und deswegen habe ich die Audio aus. So, sag mal bitte, geht's da vorne weiter oder nicht? Oder vielleicht doch oder doch nicht? Wenn das so weitergeht, muss ich gleich dann erst mal den Controller tauschen, noch bevor ich überhaupt gezockt habe. Was musst du tauschen? Den Controller, weil Batterie leer. Wenn das so weitergeht.
So, ich gehe gerade nebenbei beim Laptop rein und guck mal, ob ich. Na, das passt eigentlich. Ah, muss ich. Du bist nicht stumm geschaltet. Hier passiert gerade gar nichts. Jo, wie ihr seht, seht ihr ein Bild. Und es tut sich nichts. Es liegt nicht an mir, Leute. Ihr seht, unten ist ausgegraut. Das ist weiter, weil ich es gedrückt habe. Ich kann hier reingehen. Ich könnte hier durchgehen. Alles. Aber ja, das heben wir uns auf für dann, wenn es soweit sein muss. Obwohl, was können wir machen? Irgendwo hatte ich gerade schon die Einstellung mit dem Text. Ah, egal. Ja. Wir müssen leider noch warten. Und sonst so, Opa Alex, wie war es heute bei dir? Ein ganz normaler Tag. Ein ganz normaler Tag, was bei dir, das ist doch was. So, Verbindung zum Server verloren. Okay. Also wir können jetzt noch, kommen noch nicht mal auf den Client drauf, um aktuell da überhaupt etwas auswählen zu können. Ja, weil du schon ein paar Minuten vor mir drauf warst. Ach, alles gut. Da kannst du ja nichts für. Ja, genieße sie. Du müsstest gleich mal gucken, ob du bei Discord die Einstellung noch aktivieren musst, dass man deine Stimme übertragen darf. Rechtsklick auf deinen Namen oder auf den Raum. Und dann musst du gucken. Ich kenne die Einstellung am PC da nicht. Ein- und Ausgabe deaktivieren, ne. Stumm schalten auch nicht. Nein. Serverprofil bearbeiten. Nein. Oder Benutzereinstellung. Benutzereinstellung. Dann? Was siehst du da für Punkte? Weil ich habe das nicht. Ich kenne das Mein nicht. Account, Profile, Privatsphäre und Sicherheit, Familienplätze, autorisierte Apps, Geräte, Verknüpfung, Clips, Freundschaftsanfragen. Privatsphäre. Und da muss vielleicht irgendwo schon Audio teilen oder so stehen. Ja, solche Leute sowas. Servereinstellungen, meinst du? Ich erlaube direkt Nachricht von einer Mitglied auf dem Server. Nope. Es geht ja darum, deine Stimme, sprich deine Audio, teilen zu dürfen.
Okay. Hast du da irgendwo einen Punkt Sprachchat-Einstellung? Nee, ich glaube nicht. Ja, aber das ist es nicht. Weil da geht es ja wieder um das Spiel, nicht um die Audio. Okay. Okay, dann wird das heute erstmal so stattfinden und wir müssen uns dann nochmal in Ruhe auseinandersetzen. Eventuell mit der Unterstützung von einem YouTube-Video mal schauen. Das heißt, ihr werdet erstmal nur mich hören, wie ich hier ganz freundlich am Fluchen bin, weil ich immer noch im Anfangsbildschirm hänge und nicht weiterkomme. Vielleicht kriege ich wieder die Nachricht, Verbindung getrennt und dann kann ich wieder bestätigen und dann muss ich wieder warten. Oh, guck mal, die haben unten rechts eine Epilepsie-Warnung. Wenn du oder ein Mitglied deiner Familie an Epilepsie leidet, lass dich von deinem Arzt beraten, bevor du Throne and Liberty spielst. Okay. Was sagst du? Ich habe nur einen Keks verstanden. Schick mir ein schönes Bild. Wo sind denn da Punkte? Ach so, auf der Minimap oben rechts. Okay. Ja, läuft. Aber mit sowas war zu rechnen heute. Aber ich gebe nicht auf. Ja, ist so was. Ja. Ja. Okay. Ja, gut zu wissen. Bücher sind zu looten, die lila sind, direkt anklicken oder Papiere. Verbindung vom Server getrennt, ja. Ja, glaube ich dir. Das glaube ich dir blindlings. Okay, Leute, also ich werde noch mal ganz kurz offline gehen und versuchen, auf den Server zu kommen. Sobald ich wieder bei der Einstellung bin, werde ich wieder da sein. Also, ich sage mal bis gleich.